Der hohe Norden zeigt sich in den Sommermonaten von seiner schönen Seite. Die Tage lang und hell. Der Atlantik sorgt an der norwegischen Küste für ein mildes Klima. Zumindest für diese hohe nördliche Lage. Dünn besiedelt ist das Land hier oben. In Tromsø steht die nördlichste katholische Domkirche der Welt. Sie ist Zentrum der nördlichsten Diözese der Welt. Und dann noch ein Superlativ. Der gebürtige Kroate Berislav Grigic ist der, wenn man so will, nördlichste Bischof der katholischen Weltkirche. Die kleine hölzerne Domkirche von Tromsø sperrt er für die Touristen selber auf. Er hat nur eine Mitarbeiterin, übrigens aus Franken. Großer Apparat, Fehlanzeige in Tromsø. Die Stadt zählt ca. 60.000 Einwohner und unsere Pfarrei, unsere liebe Frau Pfarrei, zählt ca. 540 Katholiken aus 60 verschiedenen Nationen. Zum Bistum Tromsø gehören die drei nördlichsten Bundesländer in Norwegen: Nordland, Troms, Region, Tromsø Hauptstadt und Finnmark, Region, Bundesland mit Hammerfest. Tromsø ist auch das politische Zentrum der riesigen Region. Von hier aus starten Polarexpeditionen. Das Bistum reicht bis zur russischen Grenze im Nordosten und bis zur Mitte Norwegens im Süden. Als Berislav 2009 zum Bischof geweiht wird, gibt es hier gerade einmal 2200 Katholiken. Heute, 7 Jahre später, sind es mehr als 6000. Bayern kennt der heute 55-Jährige gut, denn als er den Ruf von Papst Benedikt erhält, leitet er gerade den großen Pfarrverband Oberhaching-Deisenhofen mit 6000 Mitgliedern südlich von München. Der Ruf zum Bischof ereilt ihn, weil er zuvor 11 Jahre lang die norwegischen Kroaten in Oslo betreute und auch Generalvikar war. Große Erwartungen an sein Bischofsamt. Das reißt dann viele Reisen, weil einige Pfarreien fast bis 700 Kilometer von Tromsø entfernt. Die nächste Pfarrei von Tromsø ist Narvik 240 Kilometer entfernt. Für ihn kommt der Ruf nach Nordeuropa überraschend, denn eigentlich hat der Südeuropäer andere Pläne. Doch er lässt sich im Gespräch von Kardinal Reinhard Marx überzeugen und geht in eine Region, deren Klima die meiste Zeit des Jahres eher rau ist. Eine besondere Herausforderung sind die Winter. Schon vor seinem ersten sammelt er Tipps. Es wird sehr wichtig sein, dass man passt, wann der Tag ist, wann die Nacht ist, dass man nicht nur im Hause bleibt, also im Schlafzimmer, sondern dass man jeden Tag rausgeht, also spazieren geht. Und so kann man durch diese Winterzeiten durchkommen. Das war im Sommer 2009. Ein Jahr später erzählt er vom persönlichen Einsatz in seinem ersten Winter. Mitte Februar und Anfang März kam Schnee. Und dann habe ich im Februar und im März so viel Schnee geschäufelt, oder wie in meinem ganzen Leben früher, also in Oslo oder da ich als Kind zu Hause war. Engen Kontakt hält er auch im Winter zu den Karmelitinnen von Tromsø. Denn der Frauenorden unterhält hier mit 11 Schwestern das nördlichste Karmel der Welt. Wenn ich hier in Tromsø bin, dann zelebriere ich die Heilige Messe im Karmel bei den Schwestern oder bei Elisabeths Schwestern. Güte fra Ewigkeit til Ewigkeit. Die Schwestern sind froh über ihren Bischof. Sein Vorgänger war im Amt gestorben. Bischof Berislav ist Mitglied der Nordischen Bischofskonferenz der skandinavischen Länder, deren Amtssprache Deutsch ist. Für die Bischofskonferenz reist er immer wieder auch in den Vatikan, wo wir ihn 2012 auf dem Petersplatz treffen.
Ich bin hier als Vertreter der Nordischen Bischofskonferenz. In Tromsø, habe ich auch schon hier gesagt, verläuft alles gut. Ich bin etwas mehr als 3 Jahre. Als Bischof reise ich auch ziemlich viel. Ich war oft mal in Deutschland und in Kroatien und auch hier in Italien. Wir wachsen oben, weil viele, viele Einwanderer und viele Arbeiter aus Afrika und auch aus Europa, sogar auch Fachkräfte aus Deutschland, nach Norwegen kommen, um Arbeit zu suchen. Wir wachsen kräftig und wir erleben eine Situation, wir brauchen noch mehrere Kirchen und wir brauchen auch noch mehrere Priester, auch oben ganz bei mir in Tromsø. Ein polnischer Orden schickt Berislav Priester, doch auch dieser hat immer weniger Personal. Noch einmal 400 Kilometer nördlich von Tromsø liegt die Stadt Hammerfest. Wahrzeichen sind die Eisbären. Die Pfarrei hier ist schwer zu besetzen. Umso mehr freut sich Bischof Berislav, als im Sommer 2015 der gebürtige Bayer Pater Antonius Maria Sola die Pfarrei für zunächst 1 Jahr übernimmt. Im Sommer 2015 treffen wir Bischof Berislav wieder. Seine Pfarrkirche wird gerade mit finanzieller Unterstützung des Bonifatiuswerkes und der Diözese München und Freising renoviert. Wir sind noch immer eine ganz große Diaspora, aber in Tromsø sind wir über 100 verschiedene Nationalitäten. In anderen Pfarreien, die noch kleiner sind, auch bis 50, 60 Nationalitäten. Das ist schon dann auch eine Herausforderung für mich und für unsere Priester, alle diese Leute zuerst mal richtig kennenzulernen und den Weg zur Kirche zeigen. Wer hier oben lebt, der nimmt einiges auf sich. Und so sind in der polaren Region Gemeindemitglieder und Priester an jedem Wochenende hunderte Kilometer unterwegs, um gemeinsam an entlegenen Orten Gottesdienst zu feiern. Das Nordkap, der nördlichste Punkt Europas, ist Symbol und Touristenziel der Region. Und natürlich gehört auch das Nordkap zur nördlichsten Diözese der Welt von Bischof Berislav.